Worauf hoffst du heute? Hoffst du, dass Schnee kommt? Das ist eher vergebliche Hoffnung. Oder hoffst du, dass die Feier am Nachmittag, Abend zu Hause eine schöne wird, dass du wieder eine gute Zeit verbringen kannst mit anderen? Was ist deine konkrete Hoffnung für heute? Stell dir selber diese Frage. Worauf hoffe ich jetzt? Die Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist etwas ganz Besonderes. Man muss da ein bisschen unterscheiden, weil heutzutage und auch zur Zeit Jesu hofft man auf so viele Dinge. Aber das ist nicht immer das, was die Bibel mit Hoffnung meint. Also manche hoffen, dass wenn sie jemanden betrogen, bestohlen haben, nicht in den Knast wandern, dass es nicht aufgedeckt wird, dass man nicht auffliegt. Das ist keine Hoffnung, sondern eine Angst vor den Konsequenzen des eigenen Handelns. Das meint die Bibel nicht, wenn sie von der Hoffnung spricht, die das Volk Israel von Anfang an erfüllt hat. Das ist die erste Zusage, die Gott seinem Volk macht, als es noch kein Volk eigentlich ist, also Adam und Eva. Er wird einen Retter schicken, einen, der uns alle erretten wird. Und man kann auch im eigenen Leben auf vielen Dingen bauen, die diese Hoffnung tragen, erfüllen. Man kann auf Freunden bauen, auf einem Haus, auf Dingen, die auch Glück bringen können. Das möchte ich auch nicht kleinreden. Ein schönes Zuhause, Freunde, die einander lieben, unterstützen, sogar ein Auto oder ein neues Telefon können einem mit Glück erfüllen. Und das ist nicht nichts, das ist etwas. Es ist real, es ist greifbar. Aber wenn man auf die erste Lesung schaut, wird einem vielleicht auch klar, warum das nicht alles ist. Wir haben vom David wieder mal gehört, der auf die tolle Idee kommt, die auch einleuchtend ist. Also er baut für sich selber ein tolles Haus, ne, so wie es für einen König so würdig ist. Und dann sieht er, Gott, also die Bundeslade Gottes, wohnt noch in einem Zelt. Also das ist das, was von Mose überliefert worden ist. In einem Zelt soll Gott ein Zuhause haben. Und David erkennt, da stimmt etwas nicht. Ich werde für diese Bundeslade Gottes etwas Festes bauen, etwas Besseres als irgendein altes, zerlumptes Zelt. Und er fasst diesen Entschluss. Gott gefällt das nicht wirklich, aber lässt sich darauf ein. Und David, er baut, also nicht David, sondern sein Sohn Salomo, weil David ein großer Sünder auch war, aber auf ihn geht es zurück, dass ein Tempel gebaut wird, wo Gott wohnt, wirklich wohnt, nicht irgendwie, sondern wirklich gegenwärtig ist. Der Tempel des Salomo, wie er genannt wurde dann. Und wenn man nach Jerusalem reist oder sich Bilder von dort anschaut, die Juden setzen bis heute ihre ganze Hoffnung in diesem Tempel. Und das ist, geht es auch bis zu Waffengewalt. Diese Verteidigung der letzten Mauer, die nicht einmal vom Tempel des Salomo stammt, sondern vor einem späteren Umbau, das ist ihre ganze Hoffnung. Und wenn man dort Juden sieht, die beten, sie erfüllt eben diese Hoffnung, dass der Messias kommen wird und das Königreich für das Volk Israel wieder errichten wird. Wie auch immer das aussehen wird, das wissen sie auch nicht, aber das ist die Hoffnung, die sie trägt. Nur worauf setzen sie ihre Hoffnung? Auf ein paar alte Steine, die da stehen, die nicht mehr der Tempel des Herrn sind, sondern nur die Überreste. Und wenn du deine ganze Hoffnung auf dein Haus setzt,
auf dein Auto, das dich überall bringt, auf Freunde, die da sind, wird es eines Tages dann so sein, dass du vor einer Mauer stehst, vor Überresten von dem, worauf du deine Hoffnung setzt. Auch wenn du ein neues Haus baust, spätestens in einem Jahr musst du etwas daran machen. Auch wenn du Freunde hast, die dich lieben, dich schätzen, ehren und dir zur Seite stehen, wird es dir eines Tages auch immer so ergehen, wie es mir ergeht. Ich habe nicht wenige Freunde, aber die meisten von denen sehe ich alle paar Jahre. Und viel mehr Kontakt habe ich auch zu ihnen nicht. Nicht, weil ich es nicht will, aber das ist anstrengend, eine Freundschaft, also eine lebendige Freundschaft aufrechtzuerhalten. Obwohl ich weiß, ich könnte zu denen kommen in meiner Not und die würden mir helfen, soweit sie können. Immer, auch nach 10 Jahren. Aber damit es funktioniert, muss man viel, viel investieren. Wirklich viel. Wer ein Haus hat, weiß es, was es kostet. Wer Freunde hat, weiß es, was es kostet. Und wenn wir dann ins Neue Testament blicken, zu dieser Szene, die wir heute gehört haben, wo der Engel zu Maria kommt und sie in das Heilsgeschehen einbindet, kann einem auch klar werden, was Hoffnung ist. Weil der eigentlich dort hofft, ist nicht so sehr Maria, sondern Gott. Und wir sollen auch von Gott lernen, wie wir als Menschen sein sollen. Und wenn man sich die Szene genau anschaut, es geschieht an einem ziemlich unbedeutenden Ort, Nazareth, das ist so weit weg von Jerusalem, nicht besonders schön zur Zeit Mariens wahrscheinlich, auch wenn es ihr Zuhause war. Sie ist auch eine Frau, die noch keine richtige Frau ist, weil zur Zeit Jesu gehörte dazu, dass sie verheiratet ist. Dann war sie erst eine richtige Frau. Heute ist es anders, ist auch gut so. Aber zur Zeit Jesu war es so. Sie war nicht einmal eine richtige Frau. Unerfahren noch dazu. Die Tradition sagt, sie war 12. Oder sowas. Was wusste sie schon vom Leben? Und nicht einmal Gott kommt zu ihr, sondern ein Engel Gottes. Schaut euch diese Hoffnung an, die Gott dort zutage legt. Gott, der alles kann, der allmächtig ist, der sein Volk erlösen will, und der hat es versucht durch Jahrtausende mit dem Volk Israel, hat nie wirklich geklappt. Und dann lernt Gott auch dazu und geht zu Maria, zu einer ziemlich unbedeutenden, nicht mal eine Frau, zu einem jungen Mädchen, an einen Ort, der ohne Bedeutung ist, unter Umständen, die auch nicht besonders gut sind, auch wenn Maria dann später heiratet. Sie werden nie viel Geld haben, sie werden nie viel dem Sohn Gottes bieten können. Wie zitternd musste Gott sein, als er zu Maria den Engel schickte. Wie viel Hoffnung in ihm steckte, als er durch den Engel Maria diese Frage stellte. Maria konnte und durfte Nein sagen. Und das würde bedeuten, kein Jesus. Wie zitternd musste Gott sein, als er auf ihre Antwort wartete. Kannst du dir das vorstellen? Und das war keine Angst, weil Gott ist nicht dumm. Er weiß, er kann auch ohne Maria die Welt erlösen und retten. Er hat sie nicht dazu gebraucht. Oder hätte sie nicht dazu gebraucht. Ihm hat es aber gefallen und voller Hoffnung geht er dort mit dieser Frage. Und er hört ein Ja
wie sehr musste er sich freuen? Wie sehr hat sich Gott gefreut in dieser Stunde, als Maria gesagt hat, das lange Warten hat ein Ende. Gott muss nicht mehr länger warten. Es ist geschehen. Ich bin trotzdem ein Mensch, dem der Advent lieber ist als Weihnachten eigentlich. Nicht, weil Weihnachten so anstrengend oder nicht schön ist, sondern weil das Warten auf Jesus, das Warten auf die Erlösung eine göttliche Tugend ist. Und das ist die Haltung, die Kirche sich bewahren muss. Warten auf Jesus, bis er wiederkommt. Worauf baust du deine Hoffnung? Wie sieht deine Hoffnung aus? Zum Abschluss möchte ich euch nur erzählen, vor ein paar Tagen habe ich gelesen einen Tweet von Johannes Hartl. Und das möchte ich euch ans Herz legen, weil der mir echt gefällt, also der Tweet, was er geschrieben hat. Er hat so als wieder, also er liebt es ein bisschen anzuecken und herauszufordern, und er schreibt, wie viel Zeit zu Weihnachten wirst du Gott schenken. Deine Familie selbstverständlich, den Menschen, die du liebst, selbstverständlich, dir selbst, selbstverständlich. Aber wie viel Zeit hast du für Gott übrig? Und damit ist nicht der Gottesdienst gemeint. Das ist auch Zeit für Gott. Aber wie viel Zeit, wie viel Raum gibst du Gott, damit er dir zeigt, was die Hoffnung eigentlich ist, die dein Leben tragen kann, die nicht irgendwann zerbröckeln wird, die alles überstehen wird, wie die Liebe, von der wir auch im Hohenlied hören. Eine Liebe, die nichts bezwingen kann. Eine Hoffnung, die nichts bezwingen kann. Ein Glaube, der nie untergehen wird. Ich lade dich dazu ein, nimm dir ein bisschen Zeit für Gott. Muss nicht heute sein. Heute ist noch viel zu tun wahrscheinlich. Aber nimm dir Zeit für ihn und lass den Raum für die Hoffnung, damit sie wachsen kann und dich in deinem Leben tragen kann.